Hallo liebe Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einem niegelnagelneuen Cocktailvideo hier von meiner Bar. Und heute mixe ich mit dem Erdbeer-Rosen-Aperitif von Friedensreiter eine Liebes-Martini-Variation. Beim Erdbeer-Rosen-Organic-Aperitif von Friedensreiter handelt es sich um einen Aperitif auf Wermutbasis. Und da dachte ich mir, hey, bei Wermut liegt doch ein Martini-Cocktail nahe. Allerdings diesmal nicht in Richtung mediterran, olivig, vielleicht zitruslastig, sondern eher in eine etwas süßlichere, fruchtige oder blumige Richtung. Deshalb braucht ihr für den Liebes-Martini auch noch einen Gin, der nicht allzu kräftig ist. Ihr solltet hier ja was Milderes verwenden. Ich habe mich hier für den Gin 3 von Ziegler entschieden und etwas Rosenwasser. Für die Zubereitung schnappt ihr euch ein Rührglas mit Eiswürfeln und dort gebt ihr 4 Zentiliter des Erdbeer-Rosen-Aperitifs von Friedensreiter hinzu. Darauf kommen 4 Zentiliter Gin und 2 Spritzer Rosenwasser. Anschließend wird das Ganze schön verrührt. Und über ein Cocktailsieb in eine Martini-Schale abgeseiht. Als Garnitur verwende ich ein paar getrocknete Rosenblätter. Und fertig ist der Liebes-Martini mit Friedensreiter Organic Aperitif Erdbeere und Rose. Ich hoffe, dieses kleine Cocktailrezeptchen hat euch gefallen. Wenn dies der Fall sein sollte, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Like da oder abonniert doch gleich den ganzen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich genieße jetzt diesen leckeren Martini, sage Cheers und bis zum nächsten Mal.